Herzlich willkommen auf Mindset. Im letzten Video habe ich euch in das Thema der Meditation eingeführt und schon kurz erklärt, welche positiven Effekte Meditation auf unseren Körper und auf unseren Geist hat. Im heutigen Video tauchen wir noch etwas tiefer in die Materie ein, genau gesagt in das menschliche Gehirn. Wir betrachten im Detail, wie Botenstoffe und Neurotransmitter durch Meditation unglaublich positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Und damit viel Spaß beim Zuschauen. Beginnen wir mit einem sehr bekannten Neurotransmitter. Man sagt auch, es wäre der Glücksbotenstoff. Die Rede ist von Serotonin. Fast alle unserer 86 Milliarden Gehirnzellen reagieren auf Serotonin. Serotonin sorgt in erster Linie dafür, dass Signale von einer Stelle des Gehirns zur anderen transportiert werden. Aber der Neurotransmitter hat noch viele weitere Aufgaben. Unter anderem hat er entscheidenden Einfluss auf unsere Gemütslage. In der Forschung geht man davon aus, dass niedrige Serotoninwerte Depressionen verursachen und fördern. Wenn Menschen gestresst sind, dann werden kaum neue Gehirnzellen produziert und das hat auch einen negativen Einfluss auf unser Wohlbefinden, weil es in einem direkten Zusammenhang mit Serotonin steht. Was hat Meditation jetzt damit zu tun? Meditation sorgt dafür, dass das Gehirn in Serotonin sozusagen gebadet wird, vor allem durch die Entspannung und den Stressabbau. Dadurch steigert sich das Wohlbefinden und die generelle Gesundheit der meditierenden Person. Ein erhöhter Serotoninspiegel sorgt für ein gesundes Herz, Neuroplastizität, für mehr Gehirnzellen, reduzierte Angstzustände und Depressionen. Es verbessert den Schlaf, das Glücksempfinden und die Lebensenergie. Allein die Vorteile diesen einen Botenstoff sollten schon reichen, um sofort mit Meditationen zu beginnen. Doch das war erst der Anfang unserer heutigen Liste. Kommen wir nun zu Nummer 2, Cortisol. Cortisol dürfte einigen von euch ein Begriff sein. Es ist ein Stresshormon, welches durch Meditation signifikant reduziert wird. Cortisol ist nicht grundlegend zu verteufeln, da es in Stresssituationen wichtige Warnsignale gibt, aber zu viel ist nicht gut für den Körper und verschnellert den Alterungsprozess. Eine Studie der Rutgers Universität fand heraus, dass Menschen, die regelmäßig meditieren, einen um fast 50% gesenkten Cortisolspiegel aufweisen. Zu viel Stress ist ein sich immer weiter verbreitenderes Phänomen und Meditation eine wahre Wunderwaffe dagegen. Weitere Vorteile eines niedrigen Cortisolspiegels sind, körperinnere Entzündungsprozesse werden verringert, die Schlafqualität nimmt zu, sowie die generelle Hirnleistung. Auch der Blutdruck kann durch einen gesenkten Cortisolspiegel sinken. Kommen wir nun zu einer noch extremeren Auswirkung von Meditation. Wir geben unglaublich hohe Summen an Geld aus, nur damit wir jung aussehen. Dabei kann uns Meditation nicht nur dabei helfen, jünger auszusehen, sondern auch dabei, länger zu leben. Denn während meditativer Zustände wird eine der wichtigsten Hormone in unserem Körper, nämlich DHEA, ausgeschüttet. Die Konzentration des DHEA-Hormons ist ein genauer Indikator für das wahre körperliche Alter. Deutlich genauer als das Alter in Zahlen. Als wäre diese Tatsache nicht schon verblüffend genug, die DHEA-Konzentration im Körper wird durch Meditation um fast 50% gesteigert, was Dr. Vincent Giampappa, der ehemalige Präsident des American Board of Anti-Aging Medicine, herausgefunden hat. Meditation ist also eines der besten Mittel, wenn nicht sogar das beste Mittel gegen Alterung und für Langlebigkeit. Auch DHEA hat bei erhöhter Konzentration im Körper viele Vorteile, zum Beispiel Langlebigkeit, ein gesundes Herz, ein gesundes Gehirn, Energie, verbesserte Verdauung, Abbau von Fett und reduzierte Stimmungsschwankungen. Nummer 4 ist ein Neurotransmitter namens GABA, der dafür bekannt ist, uns ausgeglichen und entspannt zu machen. Es ist einer der wichtigsten Neurotransmitter in unserem zentralen Nervensystem. Fehlt GABA in unserem Körper, was oft bei Menschen mit Suchterkrankungen der Fall ist, dann schafft das eine Basis für viele Probleme wie Nervosität, rasende Gedanken, Angstzustände oder Schlaflosigkeit. 2010 führte die Boston University of Medicine einen Versuch durch und stellte fest, dass nach nur 60 Minuten Meditation GABA um 27% angestiegen war. Das Außergewöhnliche daran war, dass Meditation und Achtsamkeit wirksamer waren als Sport. Das verblüffte nicht nur die Forscher. Meditation kann also super helfen, den Geist zu beruhigen und gegen unkontrollierbare, oft negative Gedanken entgegenzuwirken. Auch Süchte können mithilfe meditativer Praktiken leichter der Vergangenheit angehören. GABA sorgt auch für einen besseren Schlaf, mentalen Fokus, reduzierten Stress und generelle Entspannung.
Kommen wir nun zu einem Neurotransmitter, der unseren Körper in einen natürlichen High-Zustand versetzt. Meditation steigert nämlich die Endorphine in unserem Körper. Endorphine sorgen für Glücksgefühle und agieren als eine Art interner Schmerzkiller. 1995 untersuchte man 11 extrem trainierte Jogger und 12 trainierte Meditierende. Man ließ sie meditieren oder joggen und untersuchte sie dann auf die Konzentration von Endorphinen im Körper. Heraus kam, beide Gruppen hatten anschließend erhöhte Endorphinwerte, was beide Gruppen gut fühlen ließ. Auch dort war der Effekt bei Meditierenden noch stärker als bei den Sportlern. Was sind denn nun die generellen Effekte eines gesteigerten Endorphinspiegels? Zum Beispiel Glücksgefühle, Ausgeglichenheit und Entspannung, Selbstbewusstsein und ein gesundes Selbstvertrauen, Motivation und Willenskraft. Bevor ich euch nun verrate, weshalb Meditation sogar den Zahn der Zeit zurückstellen kann, freue ich mich, wenn du ein Abo dalässt, weil dann verpasst du keine neuen Videos mehr. Dankeschön. Nummer 6. Meditation stärkt Wachstumshormone. Wachstumshormone sorgen in der Jugend für den Aufbau von Knochen, Muskelmasse und Co. Umso älter wir werden, desto weniger Wachstumshormone produziert unser Gehirn, was dazu führt, dass wir älter aussehen, schwächere Knochen und weniger Muskelmasse bekommen. Nicht umsonst geben viele Promis viel Geld für künstliche Wachstumshormone aus, ohne dabei zu wissen, dass Meditation einer der besten Wege ist, die Produktion von genau diesen Hormonen zu steigern. Das Stadium, in dem wir am meisten Wachstumshormone produzieren, ist sonst nur im Tiefschlaf zu beobachten. Während dieser Zustände gibt es die sogenannten Delta-Hirnwellen, die das ideale Milieu für Wachstumshormone darstellen. Meditierende drehen also bei jeder Sitzung die Zeiger zurück und sorgen damit für eine jüngere Haut, gesunde Zellen und Organe, starke Knochen und Muskeln und steigern auch ihre Lebensenergie. Kommen wir nun zum Schlafhormon Melatonin. Melatonin ist in der Forschung bekannt als Superheld, der über 100 Krankheiten unter anderem Krebs vorbeugen kann. Es ist also sehr interessant, einen genaueren Blick auf dieses Hormon zu werfen. Wieder hat die Rutgers-Universität eine Untersuchung gestartet und herausgefunden, dass bei Meditierenden das Melatonin-Niveau um durchschnittlich 98% angestiegen war. Bei einigen Probanden sogar um 300%. Wenn man betrachtet, dass Melatonin sehr viele positive Auswirkungen auf unseren Körper und Geist hat, dann ist das eine wirklich faszinierende Erkenntnis. Melatonin verringert nämlich Depressionen und Angstzustände, stärkt unser Immunsystem und Heilungsprozesse. Und wie ihr seht, ist alleine dieser Ausschnitt aus der Forschung schon echt atemberaubend, wenn man überlegt, dass es so eine einfache Technik ist, die so viele positive Veränderungen anregen kann. Und das war, wie gesagt, nur ein kleiner Ausschnitt aus der Meditationsforschung. Das war's auch schon mit dem zweiten Teil des Videos zum Thema Meditation. Vielleicht überlege ich mir noch einen dritten Teil zu machen, je nachdem, wie das Interesse da ist. Und ich hoffe, ich konnte euch davon überzeugen, mit dem Meditieren anzufangen oder habe euch damit bekräftigt, weiterhin zu meditieren. Vielen Dank für euer Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Den Link zu den Informationen aus diesem Video findet ihr auch in der Videobeschreibung unterhalb des Videos. Dankeschön.